It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und heute mal was ganz Neues, also zum allerersten Mal im FIFA 22 Modus. Und wir werden reinstarten in eine neue Karriere, in natürlich die erste Karriere im FIFA 22. Und da hat sich ja das ein oder andere getan in der Karriere. Wir können jetzt erstmal unseren Manager auswählen. Ich hoffe mal. So, den geben wir jetzt mal den Namen. Ja, da hat sich ja das ein oder andere geändert. Und ich zeige euch gleich, mit welchem Verein wir dann auch starten. Passt alles. Und wir machen jetzt nicht wie normalerweise einen Verein nehmen, den es halt gibt. Nein, wir erstellen uns einen Verein. Das heißt, wir machen unsere erste Karriere mit mit unserem eigenen Verein beziehungsweise mit meinem eigenen Verein. Und ich habe mir da auch schon ein paar Namen überlegt. Und da gab es schon viele Namen. Ich werde es jetzt einfach ganz normal, in Formel 1 habe ich das ja schon, also in Formel 1 hatte ich das letzte Jahr schon auch so. Da. Schon so gemacht. Ich hoffe, das funktioniert hier auch. Und dann nehmen wir einfach noch. Ah, okay, funktioniert jetzt nicht ganz. Black Panther nennen wir uns einfach. Spitzname. Können wir uns jetzt auch hier noch einen aussuchen. International. Das ist doch schön. Kurzname. Machen wir einfach. Panthers. Und die Abkürzung halt. PPA. So, dann können wir schon weitergehen. Dann kommen wir schon zu dem Punkt, in welche Liga wir gehen. Ich habe mich da ein bisschen lang. Ich habe lange überlegt. Hat ja auch ein bisschen gedauert. FIFA 22 ist ja schon ein bisschen länger jetzt auch schon draußen. Ich habe es auch schon länger, weil ich ja die Ultimate Edition habe. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir ganz unten anfangen in der dritten Bundesliga. Natürlich hätte es jetzt auch, sagen wir mal so, Premier League gegeben, wo wir ganz unten gewesen wären, angefangen hätten. Aber habe mich dann doch dafür entschieden, in die dritte Liga zu gehen. Und da ersetzen wir, gucken wir mal, wen wir da ersetzen. Ja, wir ersetzen jetzt einfach mal den Freiburg 2. Und unser Rivale ist einfach Viktoria Berlin. Passt ja auch so, ich komme aus der Nähe, hier ist in Berlin her. Passt dann auch Viktoria Berlin auch. Dann suchen wir mal unsere Heimtrikots an. Ich werde das jetzt mal ganz kurz machen und dann wird einfach das Endergebnis dann am Ende gezeigt. So, das Heimtrikot ist dann am Ende einfach ganz normal hier ein Streifentrikot mit halt schwarz und lila. Dann kommen wir zum Auswärtstrikot. So, und dann haben wir unsere Trikots fertig. Im Heimstil halt einfach ein schwarz mit lila und das Auswärtstrikot ist auch in dem Fall lila, aber ist halt ein bisschen heller durch den Weißton. Einmal Umpro, einmal Nike, ist in Ordnung. Haben wir das jetzt einfach mal ausgesucht. Jetzt können wir uns natürlich auch noch ein Wappen aussuchen. So, das hat sie jetzt ein bisschen länger gedauert.
Hat ein bisschen länger gedauert, weil es gibt nicht so viele schönen, das sind alle vorausgewählt. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier und mir gefällt das halt einfach nicht, wenn das dann hier irgendwie EA oder irgendwie noch 1994 drin steht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Also haben wir jetzt ein ganz klassisches, einfach in den Vereinsfarben. Dann kommen wir zum Stadion. Das ist das Heimstadion, das wir erstmal haben werden. Natürlich werde ich jetzt nicht gleich 68.000 steuern, das kann man ja jede Saison ändern. Darum werden wir mit dem legendärsten Stadion überhaupt am Beginn, mit dem Aloha Park. Der Traumpark ist noch ein bisschen kleiner, aber wir wollen gleich mal mit dem 10.000er Stadion anfangen. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Der Aloha Park ist natürlich ein Legendenstadion, der den ganzen Pro-Clubs verfolgt hat. Und der weiß natürlich, dass dieses Stadion auch Legendenwert hat. Und wir nennen es einfach, wenn es geht, Aloha. Panther. Arena. Aloha Penta Arena. So heißt unser neues Stadion jetzt. So, und dann ist das ja auch cool. Wir können nämlich die Farbe wählen, wie das dann alles auszusehen hat. Ich bin da jetzt einfach ein bisschen unkreativ und nehme da jetzt erstmal ein bisschen den Schwarzton und als Sitzfarbe halt so andere Farbe. Da ist doch nicht so ein lila werden. Nee. Traube passen oder so halt wie, ja, so ein Violett. Violett finde ich gut. So. Okay. Dann haben wir das schon gemacht, die Tribüne. Jetzt kommen wir zum Spielfeld. Auch da können wir einiges ändern. Nämlich die Rasen, wie der Rasen gemäht werden soll. Cool. Die Kornkreise finde ich gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir einfach mal die Kornkreise. Oder wir nehmen, also hier gibt es auch noch Kreise. Ja, ein riesen Kornkreis, das sieht doch mal, hat nicht jeder. Dann die Linien ist natürlich vielleicht einmal so schlecht, wenn es dann mal geschneit hat. Man einfach lila passt auch dazu und dann halt den Rasen. Da machen wir einfach das Dschungelgrün. Das sieht am ehesten noch am besten aus. Und dann sieht das Stadion im Moment so aus. Ja, dann Atmosphäre, Torsong. Also es gibt ja schon 61.000 Torsongs. Werde ich jetzt mal alle mal anhören und dann kommen wir einfach mal zu dem, was am besten klingt oder was für mich am besten ist. So, und es ging eigentlich relativ schnell. Ich habe mich jetzt für Love Me Again, den Vice Remix, entschieden. Ist natürlich auch so ein Oldschool-Lied, jeder weiß, also ich weiß gar nicht mehr, welches FIFA das genau war. Das Lied ist natürlich auch ein sehr Legendenlied, ist jetzt hier zu FIFA 22 zurückgekommen und dann können wir das auch nehmen. Die andere passt halt nicht, ich weiß nicht, also Hala Madrid oder so oder auch so anderen Songs, die gehen halt nicht mega ab und darum machen wir das erstmal so. Fangesänge kann man natürlich dann auch wieder was einstellen. Ich bin da halt nicht so ein Freund von, wenn man jetzt einen eigenen Verein hat, dann machen wir einfach die Standard hängen und die Walkout-Hymne. Haben wir jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, jeder kennt das von Dortmund. Wir nehmen jetzt einfach You Never Walk Alone, weil das dudelt sowieso gefühlt in jedem Stadion heutzutage rum und dann können wir das auch einfach mal nehmen. Und dann gehen wir weiter und dann kommen wir schon zur Teamauswahl. Und da ist natürlich jetzt schwierig. Also wir haben natürlich Viktoria Berlin ersetzt. Das ist ja nur eine Ein-Sterne-Mannschaft. Darum fangen wir natürlich jetzt auch mal mit einem Stern an. Das ist jetzt nicht so über Team ist. Wir machen das einfach auch ein bisschen, immer, wenn wir ein bisschen eine bessere Formation haben. Wir machen das jetzt mal ausgeglichen. Einfach weil es der Fall ist, dass man jetzt hier nicht gleich brutale Jugendspieler hat, die unglaublich übertrieben heftig sind und oder auch viel zu alte Spieler hat. Also machen wir einfach mal ausgeglichen. Ich glaube, das passt auch so. Transferbudget, ich habe keine Ahnung, kann man das, ja, okay, 1 Milliarde ist natürlich ein bisschen zu hoch. Also ihr seht, man kann das total anpassen. Also sehr cool im Sprint to Glory.
gemacht worden, dass man das jederzeit gut anpassen kann. Wir machen da jetzt einfach mal 5 Millionen. Ich glaube, das ist in Ordnung für so einen kleinen Verein. Eine kleine Million wäre natürlich vielleicht ein bisschen realistisch, aber wir machen mal 5 Millionen. Ist in Ordnung. Ja, und dann machen wir gucken mal. Erfolg national. Machen wir jetzt mal einfach mal niedrig. Kontinental. Das war sehr niedrig. Finanzen machen wir mittel. Bankpräsenz auch und Nachwuchsentwicklung auch. Das finde ich eigentlich so in Ordnung. So, Karriereeinstellung. Wir spielen auf Legende. Es ist zwar schwieriger, dieses Jahr an den Torhütern vorbeizukommen, aber wir probieren es einfach mal. Im schlimmsten Fall stelle ich wieder zurück. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, aber ich gehe mal von aus, Legende. Dann ist es auf jeden Fall mal schwieriger für mich. Und dann macht das alles auch Sinn. Die Jobangebote von Nationaltrainern über. Deaktiviere ich einfach mal Übernahme. Okay, dann was das hier ist, locker und dann geht's auch schon rein in die Saison. Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer. Das war natürlich mal nice, dass man das so schön gleich gesehen hat. So eine super coole Animation. Wir nehmen mal jetzt mal das billigste Turnier, weil wir einfach auch nicht so die Mannschaft dafür haben. Aber die Animation war natürlich sehr schön gemacht, dass man das auch mal gesehen hat. So Black Panther, die Mannschaft. Ich hätte es gerne natürlich ein bisschen länger genannt. Wir gucken mal gleich mal in die Jugendarbeit raus und sehen, dass wir da ein ja, annehmbares Talent haben. 15 Jahre alt aus Portugal. Auch hier, zwei sind jetzt nicht wirklich überragend. Der ist einfach 2 Meter groß. Hilfe. Aber den hier, der ist schon sehr interessant. Dann unsere Vision, die gucke ich mir dann gleich alles an. Wir gehen jetzt erstmal zur Mannschaft rüber. Und da haben wir ja doch schon den einen oder anderen, der sehr interessant aussieht. Die Mannschaft ist jetzt auch nicht wirklich riesengroß. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, das auf jeden Fall, um diese Mannschaft nach oben zu führen. Ich hoffe, da ist der eine oder andere dabei, der sich auch gut entwickeln kann. Jäger hat zum Beispiel 5 Sterne schwacher Fuß. Also da sieht man, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Wir gucken jetzt mal gleich mal an, wie alt der ein oder andere ist. Das ist unser Torhüter Schneider ist. Richtig jung, läuft aber der Vertrag aber auch aus. Ich bin 20 Jahre alt, also unser erster Keeper ist da schon. Aber auch die anderen sind noch richtig gut dabei. Also ist eine gute Mischung. Einfach ein 16-jähriger Sechser drin. Gut, der ist natürlich jetzt nicht so krass unterwegs. Aber ich sehe schon, wie viele Verträge da schon auslaufen. Das heißt wahrscheinlich auch. Oieieiei. Ich mache mal kurze Kaderplanung und dann melde ich mich gleich wieder. Mal gucken, was wir da machen können. Wahrscheinlich bleiben wir erstmal bei dieser Aufstellung. So, wir haben jetzt alle Verträge verlängert. Es hat extrem lange gedauert, aber wir haben zumindest nicht mehr ausgegeben für die jetzt. Was mir auch aufgefallen ist, dass wir ganz viele Positionen nicht doppelt besetzt haben. Darum habe ich da jetzt auch ein paar auch jetzt die Position umgeändert von dem einen oder anderen Spieler in dem Entwicklungsplan. Ja, und habe jetzt erstmal auf die Transferliste zwei einen draufgesetzt. Das ist der gute Julian Rathmann und halt den Andrade zum Ausleihen. Genau wie den guten Theodor Böhm, weil die sind beide noch relativ jung. Gut, der eine hat natürlich eine Freigabe, was natürlich ein bisschen blöd ist an sich, aber gut, wenn wir den verkaufen, ist halt so. Wäre noch auf jeden Fall das Doppelte über sein des Marktwertes. Das heißt, es wäre jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja auch 5 Millionen, mit denen man arbeiten kann und sollte. Ja, dann gucken wir mal, was in dieser Transferphase passiert. Und ja, sind da auf jeden Fall mal gespannt. Und ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. So, jetzt hat auch jeder Spieler von mir einen Entwicklungsplan bekommen. Das kann man jetzt mal hier sehen.
dass jetzt alle, die meisten, also die man halt kann, die sich auch verbessern können, einen Entwicklungskram bekommen haben. Entweder sich halt auf eine neue Position sich zu ändern oder wie jetzt hier unser Torhüter halt Torwart, dass das ein bisschen hochgeht. Vor allem unser zweiter Keeper, der Schulte, Paul Schulte, hat einfach 5 Sterne schwacher Fuß als Keeper. Das ist schon krass, genau wie unser Stürmer hier vorne, der Benedikt Jäger, auch der 5 Sterne schwachen Fuß. Das ist schon sehr stark. Ja, und bevor es dann ins erste Spiel geht, beenden wir diese Folge. Es ist eine relativ kurze Folge gewesen. Es sollte einfach der Einstieg sein in das neue Format. Es wird mehrere Videos dann geben zu der ganzen Karriere, wenn ihr natürlich Transfervorschläge habt. Schreibt sie gerne in die Kommentare rein, würde mich mega freuen. Soll auch so ein bisschen auch so gut wie möglich interaktiv sein. Also wenn ihr Transfervorschläge habt, schreibt es einfach rein und sagt Bescheid und dann gucke ich mir die an, mache sie mir auf die Wunschliste und dann passt das auch alles. Und zwei Sachen gibt es auch noch. Wenn ihr das Video gut findet, lasst gerne ein Like da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen das natürlich auch viel mehr Leute. Und vergesst auch nicht, gerne zu abonnieren, wenn es euch nämlich gefällt. Weil ich sehe es nämlich immer mehr. Also 70%, die meine Videos gucken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und wäre halt cool, dass wir unsere Community vielleicht ein bisschen größer machen können. Es wird den einen oder anderen Stream geben demnächst. Ultimate Team, Pro Clubs wahrscheinlich. Auch noch vielleicht noch ein bisschen Formel 1. Aber da FIFA draußen ist, werden wir auf jeden Fall ganz viel FIFA jetzt kommen. Und ganz viele Videos werden auf jeden Fall zu dieser Karriere kommen. Es wird auf jeden Fall eine Streaming-Karriere geben, wie letztes Jahr. Mal gucken, mit wem. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Und es wird auf Twitch wahrscheinlich auch eine Streaming-Karriere geben. Das heißt, auf beiden Portalen gerne abonnieren bzw. folgen. Würde mich mega freuen. Ich packe euch die Links auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr nochmal alles abchecken. Und dann ist das ein relativ kurzes Video geworden, aber egal, ich bin jetzt erstmal raus und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.